das denn? Der Mutti! Dazu! Mit der Jackson, Alter! Was hast du dazu? Jackson, was sagst du denn? Nochmal die 20? Meter 24. Hey, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei den Angelgypsies. Wie ihr seht, wir sind immer noch zu viert am Start. Vorige Woche habt ihr ein richtig geiles Video gesehen. Für uns ist jetzt Samstag angebrochen. Wir haben jetzt noch eine Nacht. Die erste Nacht war richtig krass, oder? Also hättet ihr damit wirklich gerechnet? Also nee, im Leben nicht. Und dennoch solche Größen. Wir sind nicht zum Pennen gekommen. Ja, wie ihr seht, ist ein neuer Tag angebrochen, wie ich schon erwähnt habe. Wir werden jetzt über den Tag ein bisschen fiedern. Die Jungs, wir wollen mal eine Barbe oder sowas fangen, mal gucken, ob was geht. Oder ein Döbel. Und dann hängen wir nachts wieder die Ruten raus. Und ja, bleibt dran. Es wird, denke ich, mal wieder richtig spannend, was so geht an Wels und jetzt an der Fiederroute. Also, seid gespannt. Einfach nur wir. Auf die Flossen, fertig, los. Sascha hat einen schönen Fisch gefiedert. Der erste Fisch. Was ist denn das, Jackie? Eine Nase wieder? Das ist eine Zope. Oder eine Zope. Ne, eine Zerte kann das sein, eine Zerte. Zerte. Der muss schnell wieder rein. Genau. Dickes Petri, Sascha, du hast es voll drauf mit Fiedern. Der muss schnell wieder rein. Ja, der muss schnell wieder rein, die sind auf der roten Liste, Jackie. Genau. Echt, ja? Ja. Schnell den Haken lösen. Schick. Ey, Sascha. Jetzt kannst du mal deinen Trick mal verraten. Wie hast du denn das gemacht hier? Also, ich habe gar keine Ahnung vom Fiedern, das steht schon mal fest. Ich mach das erste Mal. Jackie hat mir alles verraten. Oh, bei der hat es nämlich drauf. Jetzt fällt hier schon das Bier runter. Ich habe dir alles verraten, aber ist ja egal. Du kannst es nicht. Bisschen Futter im Korb. Drei, vier Mahnen dran und dann einfach an der Strömungskante hier vorne, wa? Und dann wird ringeschneckt. Ja, werf doch mal rein jetzt. Ich bin noch bei. Die Fische haben Knast. Sind die Mahnen noch gut? Jawohl. 100 Gramm Futterkorb haben wir dran, den braucht man bei der Strömung. Und dann wirft Sascha genau exzellent an der Strömungskante ran. Ja, exzellent weiß ich nicht. Kannst du das? Oh. War nicht weit genug. Schöner Cast. Wir sehen uns beim nächsten Fisch. Aber der kann mal ein bisschen größer sein, nächstes Mal, Sascha. Muss erstmal ein bisschen üben, aber der hat schön gebissen. Ey, Sascha, was ist denn hier passiert? Schöne Brasse, ein richtiger Klodeckel, gefiedert. Aber vom Allerfeinsten. Ich habe mich mal ein bisschen aufs Ohr gehauen, hier höre ich es pleken. Voller Leichtpickel. Guck mal, wie krass. Ey, die ist 50 bestimmt, wa? Ja. Jackie, zeig mal den Laichausschlag. Sieht man volle Bude, wa? Dickes Petri, Jungs. Danke. Da habt ihr euch eh nicht Kasch auf die Federbude. Ja. So, Sascha, erkläre mal hier, wie du jetzt hier den Futterkorb füllst. Einfach reinstoppen. Genau, schön fest, dass das in der Strömung sich nicht so schnell auswäscht. Hier sind noch ein paar Mahnen mit drin, wa? Genau. Ein paar Mahnen, schöne Futtermischung, bisschen süß, bisschen Mais und sowas ist da drin. Ein paar Mahnen, wie gesagt. Das riecht doch sehr gut, ey. Ich würde auch gerne mal beißen wollen. Ihr Hunter, der ist schon wieder drin, voll im Schlamm. So. Dann zeig mal den Haken, was hast du da für einen Haken dran? Zehner? Zehner. Vom Angelprofi Gypsy empfohlen? Jawohl. Ich habe nämlich gesagt, hängen jetzt einen Zehner ran. So und dann? Und eben hatte ich doch tatsächlich die meisten Bisse auf dem Wurm mit einer Made. Ein Wurm und eine Made. Ein Wurm und eine Made.
Wie stichst du den ein? Einfach so zwei, drei Mal? Zwei, drei Mal. Der ist ein bisschen groß hier, muss ich sagen. Das gefällt mir nicht ganz so. Also knippst du ihn ab? Genau. Der ist ein bisschen lang. Okay, nice. Und dann kommt hier noch... Und jetzt kommt eh eine Made drauf. Als, wie würde Jackie sagen, als Eyecatcher. Als Stopper eigentlich. So. Ey, Sascha, und so kommt die Rute jetzt rein. Genau. Wieder hier vorne. Nicht, dass Hunter hinterher springt hier. Zack. So, mal gucken, was noch geht. Auf jeden Fall dickes Petri. Ey, wir haben schon einen richtig geilen Fisch fangen können. Siehst du? Sascha, ey, das erste Mal fiedern. Danke. Hier kommt Jackie, ich habe meine Bootskarten mit. Jackie, hier vorne anfangen oder willst du von unten anfangen? Ja, wir fangen gleich hier an. Oh, oh. Du musst bloß mal das Blei noch ordentlich hochschieben und so. Oder ich mach's. Dann den Eimer hat Jackie schon ein paar Fischchen drin. Und jetzt gibt Sascha die Rute. Dann fährt Jackie raus, Gummi, ey, wie kann man bindet den so an, macht einen Köderfisch ran. Und dann geht's los. Jackie war nochmal auf dem Geburtstag bei seiner Freundin. Wie war's so, Jackie? War gut. Dickes Petri, oder? Fettes. Warst du nochmal schön duschen, wa? Ja. Echt jetzt? Ja klar, guck doch mal an, der ist doch wie... Oh! Der ist doch wie gebügelt ist der. Guck uns mal an, wir waren nicht duschen. Oder riech uns mal. Ja, das möchte ich bei dir nicht machen, aber... Ein bisschen komisch riechst du schon, ne? Ich weiß nicht, ob du ein neues Parfüm hast. Oh hier, Jackie. Ja, jedenfalls kommt das jetzt erstmal raus, Jungs. Jackson, der bereitet die Fischchen immer alle vor im Eimer. Natürlich weitgerecht getötet, die ganze Sache. Damit er nicht jedes Mal ranfahren braucht, hat er die jetzt im Eimer. Und jetzt geht die erste Rute raus. Ich bin so aufgeregt schon wieder. So Jungs, der Chef legt jetzt selber mal eine Rute. So ist es. El Chipsos hier macht die Bigfish-Route Startlights. Jackie, der hängt die da an. Man sieht ja den Ausleger da hinten, da kann ja Sascha mal hinfilmen. Da kommt das Fischchen ran. Da ist er zu sehen, da ganz hinten. Mhm. Da ist eine schöne Gumpe. Genau an der Strömungskante. 50 cm über den Grund wird das Fischchen angehangen. Und ja. Im besten Falle zieht da einer lang, hat Knast, so wie ich jeden Tag. Und holt sich das Ding weg, den kleinen Snack. So Jungs, jetzt sind alle Routen ausgelegt. Ihr seht, es ist ein bisschen dunkler geworden. Bin echt gespannt, ob was geht. Sascha, was sagst du? Ja, ich bin guter Dinge eigentlich, ne? War eine gute letzte Nacht. Oh. Gestern hat man ja 11 oder 12 Bisse hier an der Stelle. Und eigentlich macht man ja mal einen Spotwechsel bei Wels. Aber diesmal haben wir uns entschieden, dass wir hier bleiben, wa Paul? Weil wir noch 2-3 Fehlbisse hatten. Meine Meinung kennst du. Paul hätte den Platz gewechselt. Nein, passt so. Du. Aber ist ja auch nicht so, dass Paul keine Ahnung hat. deswegen. Wie gesagt, die Wälze ziehen ja auch hin und her im Sommer, weißt du? Die machen auch viel, viel Strecke. Ich kann euch nicht vormachen. Auch gerade in dem Fluss hier, weißt du, in dem Kram. Ja, mal gucken. Wenn was geht, seid ihr natürlich mit am Start. Und wenn nichts geht, dann sehen wir uns wie immer früh. Und wenn gar nichts geht, dann sehen wir uns vielleicht gar nicht. Nee, doch, auf jeden Fall sehen wir uns. Also, bis Tändchen an. Tändchen! Und seid gespannt, Jungs. So, Sascha, hast du jetzt noch ein Wort? Na? Ich habe kein Wort mehr zum Sonntag, weil ich bin einfach nur gespannt, ob was geht. Ja, gut. Du willst wieder schlafen, ne? Ja, ich bin müde. Schlafen ist dein Hobby. Warum du überhaupt angelst? Schläfst du eh bloß? Lass mich einfach in Ruhe. Moin, hier sind wir wieder am Start. Ist wieder taghell, wie ihr seht. Es hat leider nicht so richtig gebissen. Einen Welsbiss hat man. Den konnte man nicht verwerten. Sascha hat alles gegeben. Aber
wie gesagt, leider nicht gehangen. Die gestrige Nacht, da konnten wir ja 7 oder 8 Fische fangen, war. Da hatten wir 11, 12 Bisse, deswegen haben wir gedacht, wir bleiben hier. Und da haben wir gedacht, natürlich, das geht natürlich so weiter. Aber wir wollten es auch mal testen, ob wir noch eine Chance haben, die zweite Nacht den Fisch zu fangen nach die ganzen Bisse. Bei Welsangeln sagt man eigentlich, es ist ein Spotwechsel. Paul hat zu uns gesagt, komm, lass lieber einen Spotwechsel machen. Aber wir haben dann gesagt, einstimmig denn eigentlich, dass wir hier bleiben, weil wir dennoch so viele Bisse hatten die erste Nacht. Faulheit hat gesiegt. Genau. Wer es noch nicht gesehen hat, das Video, das kam letzten Sonntag online, da könnt ihr mal gerne reingucken. Da war volle Eskalation hier, wir konnten nicht schlafen. Ja, diese Nacht war es nicht so. Kann man nicht ändern. Hauptsache, wir waren vier zusammen. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass ihr mit am Start wart. Wir haben zu danken. Wir haben zu danken, das finde ich auch. Wie gesagt, wir hatten ja die Nacht eine Chance. Aber dafür hast du unser Video gerettet mit einer schönen Prasse. Kann man auch mal sagen, Prassen hat ja. Der Sascha war am Start. Habt ihr ja gesehen, eine schöne 50er. Ja, das soll es gewesen sein. Wir werden uns, denke ich, mal irgendwann mal wieder sehen. Beim Zanderangeln oder sowas. Oder ihr kommt mal wieder her zum Welsangeln. Da ist schon wieder vielleicht ein bisschen was geplant oder so. Mal gucken. Ja, Jackie, du noch irgendwas zu sagen? Nee. Das sollst du eigentlich schon. Hast du schon ausgeschlafen die Nacht, Mama? Ich habe richtig gut geschlafen. Ja. Ja, Leute, also wir sehen uns nächsten Sonntag. Haut rein, bis Tännchen an Tännchen und Daumen nach oben nicht vergessen und abonnieren.